In diesem Video schauen wir, ob sich die neue SBC von Axel Witzel lohnt oder nicht. Viel Spaß! Witzel ist 1,86 Meter groß und hat 4 Sterne Weak Foot sowie 4 Sterne Skills. Insgesamt hat Witzel ziemlich ausgeglichene Werte. Er hat alles, was ein solider Achter braucht. Seine Passwerte sind sogar sehr gut. Sein Tempowert ist in Ordnung. Allerdings könnte die Defensive, aber vor allem der Stärkewert noch deutlich besser sein, wenn er als wirklicher Sechser spielt. Als Chemistry 2 würden wir Enka empfehlen. Hier wird die Defensive sowie die Stärke, aber auch noch das Tempo gepusht. Witzel ist durch Verein und Nation eigentlich relativ einfach zu verlinken. Als gute Links eignet sich zum Beispiel Chan, Akanji oder Schulz. Aktuell kostet die SBC rund 160.000, wenn du alle Spieler kaufen musst. Man bekommt zwar noch Packs im Wert von 40.000, dennoch ist das ein ganz schön stolzer Preis. Ähnlich zu Witzel sind zum Beispiel Renato Sanchez in Form oder Goretzka und die Objectives-Karte von Sabitzer. Sanchez und Goretzka kosten beide etwa 65.000. Wirklich ähnlich zu Witzel ist jedoch Sabitzer, den man am Ende des Season Passes wählen kann. Er kann etwas schlechter verteidigen, hat aber dafür bessere Offensivwerte. Sollte man die SBC also eher machen oder lassen? Witzel hat insgesamt ziemlich gute Werte. Es fehlt ihm jedoch etwas am Tempo und die Defensiv- sowie der Stärkewert sind nicht optimal. Dafür ist der SBC-Preis von etwa 160.000 jedoch ziemlich stolz. Wir tendieren daher eher zu lassen. Aus der Bundesliga gibt es stattdessen noch Goretzka oder man wartet auf die Objectives-Karte von Sabitzer, die mit Chemistry Style sogar bessere Werte als Witzel hat. Schließt ihr die SBC trotzdem ab? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Lasst jetzt noch ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Video.